Vielen Dank, Herr Hoffmann. Herr Schirmacher, Herr Lindner. Ich würde sagen, wir wollen ein Streitgespräch führen. Deswegen würde ich sagen, ich bin der Schiedsrichter, achte auf die Regeln, halte Sie beide auf Distanz, freue mich wirklich sehr auf diese Runde und habe mich im Vorfeld gefragt, wie bereitet man sich darauf vor? Man liest das Buch, man liest Kritiken über dieses Buch, man beschäftigt sich mit liberalen Positionen und man schaut sich zu Hause um, wie man das in sein eigenes Leben reinkriegt, das, was Sie geschrieben haben. Und ich suche und finde ein Buch meiner Tochter, 12, auf dem Klappentext: Es ist ein Spiel, es beobachtet dich, es spricht mit dir, es belohnt dich, es prüft dich, es droht dir. Das ist nicht der Klappentext zu Ihrem Buch, könnte es aber sein. Und ich erlaube mir deswegen zuerst Herrn Schirmacher das Wort zu geben für eine kurze Einführung ins Thema aus Ihrer Sicht. Ja, vielen Dank, hallo. Warten wir mal ab, also so einen Sonntag will ich jetzt nicht, bin jetzt ja eigentlich nicht zum Streiten hergekommen, ich war hier, gehe dem auch nicht aus dem Weg, sondern eher so mit Hoffnung, die umso nötiger ist nach den Ereignissen der letzten 2 Wochen, die wir erlebt haben. Ich will auch damit auch gleich beginnen. Die Vorgänge, die wir erleben im Augenblick, sind, wie ich finde, eine totale Bestätigung der Thesen, die ich aufgestellt habe, und ich ja nicht, ich bin ja nur ein Sprachrohr. Wir haben einen Überwachungsskandal, den man eben nicht isolieren kann, wie wir das in den 70er, 80er Jahren gemacht haben, als ein Skandal von Geheimdiensten, als ein Skandal, für den die arme Frau Leuthäuser-Schnarrenberger dann zuständig ist, die ihre Arbeit gut macht, aber die natürlich nicht vergessen machen kann, dass wir in einer völlig neuen Welt leben, von einer völlig neuen Situation reden. Der NSA-Skandal ist in meinen Augen interessant, was immer da jetzt rauskommt im Detail, weil er belegt, dass wir die Verschmelzung von zwei Sphären erleben. In meinen Augen ein urliberales Thema, die Verschmelzung von Privatökonomie und Staat. Wir erleben, auch das nehmen wir hin, ich bin ja gerne bereit über die, das ist ja immer self-understood, die unglaublichen Chancen dieser neuen Technologien zu reden. Informationskapitalismus, ein Wort, das ja aus Amerika kommt, wir nennen es etwas vornehmer Informationsökonomie, meint aber etwas anderes, meint nicht eine Wissensgesellschaft, die so bedeutet, jeder liest jetzt Goethe, sondern sie meint eben, dass Informationen selber eine Ware, eine Commodity werden, bewertet werden können, ob die Information Geld ist oder ihr Atmen oder ihre Bewegungsprofile, ist völlig egal. Beides, wie ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt darüber zu reden, befindet sich zwischen Privatwirtschaft und Finanzwirtschaft, hat damit begonnen. Privatwirtschaft, im Sinne Google, Facebook und so weiter, sind die nächste Stufe. NSA ist jetzt der dritte Mitspieler, also der Staat im klassischen Sinne. Darüber muss man reden, das ist ein Vorgang, den ich für völlig neu halte. Und zweitens, auch das, ich finde das ja toll, wenn man in Silicon Valley, alle fahren jetzt in Silicon Valley und ziehen die Datenbrille auf von Google und lassen sich damit fotografieren, ja nicht nur der Wirtschaftsminister, auch Frau Hannelore Kraft. Und Google ist ja dann auch bereit, die Journalisten, die da begleiten, nicht gleich in irgendwelche Gefängnisse zu stecken, sondern die werden wenigstens so geführt, dass sie nichts sehen. Diese Entstehen von Monopolen, die in ihrer Dimension noch gar nicht erfasst worden sind, aufgrund allerdings eines Denkens, das ich glaube sehr stark mit unserem neoliberalen Zeitgeist der 90er Jahre zu tun hatte, das Entstehen von Bewusstseinsmonopolen, die weder kontrolliert sind, noch sich irgendeinem Wettbewerb stellen, ist auf der einen Seite, auf der privatökonomischen Seite, ein Phänomen, das so nicht in den Lehrbüchern stand, und auf der anderen Seite eben das, was wir heute erlebt und heute gelesen haben, dass wir Technologien haben, die in der Lage sind, innerhalb von Millisekunden ganze Völker zu screenen. Zusammenfassend vielleicht so viel, um sozusagen mein Interesse zu beleuchten, warum ich es eben auch jetzt nicht so toll finde und so interessant finde, über die neuesten Apps zu reden und was sie alles bringen,
Es gibt drei Möglichkeiten, glaube ich, über die Welt, in die wir eingetreten sind und das Internet als Passport Toto zu reden. Die eine ist, man redet davon, wie wir es im Augenblick alle tun, als Technologie. Das andere ist, man redet, was ich glaube, hilfreich wäre, darüber als nicht eine Technologie, sondern eine Ökonomie. Es ist insgesamt eine neue Ökonomie, die da entsteht. Das dritte, und damit ist der Parteienwettstreit programmiert, denn ich glaube, das wird noch viel, viel extremer werden. Man redet darüber als eine Ökologie. Parteipolitisch gesprochen ist, das wird sich die Frage stellen, welche der Parteien, die Grünen oder die FDP, in der Lage sind, das Thema zu dem ihren zu machen. Das ein Thema ist, in dem, um es nochmal zu sagen, Ökonomie, Staat und, also Privatökonomie, Staat und die Demokratien vor völlig neuen Herausforderungen stehen. Aber dass das Internet gravierende Umwälzungen mit sich bringt, ist keine neue These. Sie wird durch vieles jetzt erstmal deutlich, glaube ich. Und deswegen vielleicht auch an Sie, Christian Lindner, die Frage, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen ist etwas, was liberale Politik ausmacht, sich darum zu kümmern. Das, was Frank Schirmacher beschreibt, greift diese Persönlichkeitsrechte ja massiv an. Wie geht man damit um? Also in diesem Punkt werden wir mit Sicherheit keinen Streit miteinander ausfechten müssen. Ich bin auch entsetzt über das, was in den vergangenen Tagen bekannt geworden ist. Inzwischen wissen wir, dass die Vereinigten Staaten Deutschland in der Kategorie der Feindstaaten führt, derjenigen Länder also, die intensiv von den amerikanischen Diensten durchleuchtet werden und wo die Daten auch entsprechend intensiv genutzt werden, um eigene Sicherheits- oder auch ökonomische Interessen zu vertreten. Ich finde, das ist ein Anlass, auch auf höchster Ebene mit den Vereinigten Staaten zu sprechen. Ich meine, dass der Außenminister gut beraten wäre. Es ist ein scharfes Schwert, ein Instrument, das nicht oft unter Partnern eingesetzt wird. Aber ich würde den amerikanischen Botschafter einbestellen und fragen, wie die Vereinigten Staaten in dieser Weise entgrenzend jetzt auch auf die Privatheit in Deutschland zugreifen. Also da werden wir keinen Dissenspunkt haben. Ich gehe allerdings einen Schritt, den Herr Schirmacher jetzt gerade nahegelegt hat, nicht mit. Aus dieser Entgrenzung der Staatstätigkeit in den USA, dem Zugriff auf die Privatheit und auf private, unternehmerisch private Datenbestände, rückzuschließen auf unsere Weltordnung und unsere Wirtschaftsordnung per se. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil der aus unserer Sicht oder nach liberalen Maßstäben funktionierende Markt, der schützt ja gerade den Einzelnen als Konsumenten und Anbieter. Die Idee der Neoliberalen, Sie haben das Wort gerade verwendet, verehrter Herr Schirmacher, war ja gerade durch einen handlungsfähigen Staat, der gutes Recht setzt, sicherzustellen, dass sich solche Machtstrukturen eben nicht ausbilden. Nur im ungeordneten Markt, dort bilden sich Monopole aus und dann kann der Einzelne unter das Machtdiktat eines anderen geraten. Also insofern ist das nicht zwingend, sondern wir erleben vielmehr, dass an den Stellen, wo der Staat ähnlich übergriffig geworden ist, wie er das jetzt gerade im sicherheitspolitischen Bereich in den Vereinigten Staaten ist, dass dort auch dann zu unserem aller Nachteil die wirtschaftlichen Kräfte nicht funktionieren. Beispielsweise war kein Bereich so stark, aber falsch, durchreguliert wie die Kapitalmärkte. Kein Bereich so stark reguliert, aber falsch reguliert wie die Kapitalmärkte. Und das grundlegende Prinzip von Handeln und Haften ist dort von Politikern, also dem Staat gewollt, getrennt worden. Und wir haben die negativen Ergebnisse gesehen. Also ich gehe den Schritt nicht weiter und einen letzten Gedanken will ich anschließen, weil es so aufscheint, auch in Ihrem Buch, mit dem ich mich natürlich beschäftigt habe, sehr profitiert von Payback. Ich habe auch Ego jetzt gelesen, Ego allerdings vor allen Dingen, weil ich ein Faible für Science-Fiction-Literatur habe. Ich glaube, an manchen Stellen vermute ich da so ein wenig Fiktion auch. Das ist ein Stilmittel ja auch für einen Autor, bestimmte Dinge dadurch auch noch plastischer zu machen. Aber wie auch immer, ich gehe diesen Schritt nicht mit zu sagen, dass wir alle zu Maschinen werden, die dann in einem solchen System durch Zwänge völlig entkoppelt werden von unserer Vernunft.
Übrigens auch durch Algorithmen werde ich nicht davon entbunden, wenn mir Amazon ein passendes Produkt vorschlägt, zu sagen, will ich das oder nicht. Das ist eine Frage meiner Mündigkeit. Und manchmal empfinde ich es sogar als angenehm, dass etwas Passendes vorgeschlagen wird. Wenn ich es nicht will, schalte ich die Cookies aus und ich muss auch nicht auf alles zwingend draufklicken, was mir angeboten wird. Also ich verabschiede auch in einer algorithmisierten Ökonomie nicht die Mündigkeit des Einzelnen. Ich glaube, dass die Einwirkung auf das Bewusstsein, die negative Einwirkung teilweise auch ein Stück weit überschätzt ist. Ich meine, da entwickeln sich immer auch Gegenkräfte, wenn es solchen äußeren Druck gibt. Lassen Sie mich aber da kurz darauf zurückkommen, denn diese Algo-Trader sind auch mit Schuld, neben den Regulierungen, die nachgelassen haben in Ende der 90er Jahre, was den Finanzmärkten die Freiheit überhaupt gegeben hat, so zu handeln, wie sie gehandelt haben, dass der Steuerzahler heute mit Milliarden und Abermilliarden bis hin zu Billionen einspringen muss für das, was an Schaden angerichtet wurde. Herr Böhmer, habe ich jetzt Ihre Analyse richtig verstanden? Die auf Algorithmen basierenden automatisierten Computerhandelssysteme, die haben jetzt zu der Krise beigetragen? Sie gehören zu dem Geschäft, was gemacht worden ist an Wall Street. Sie gehören dazu. Und Sie gehören dazu, genau wie die menschliche Gier, die da drin steckt, wie die Gier danach, dass das Haus des CEOs von Lehman Brothers noch größer sein sollte als das von Goldman Sachs. Aber natürlich haben Sie alle Mittel genutzt, die erlaubt waren, am Ende den Steuerzahler die Rechnung aufzubauen. Jetzt haben Sie das entscheidende Wort verwendet, alle Mittel, die erlaubt waren, teilweise auch solche, die nicht erlaubt waren. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Der Markt ist nicht einfach so da mit Naturgesetzen, sondern der Markt wird gemacht über politische Regeln. Also der konstituiert sich durch Staat. Und insofern ist die Aufgabe für die Politik zu ermöglichen, dass er gute Ergebnisse erzielt und dass er sich nicht selber destabilisieren kann. Das ist die Aufgabe von Marktordnungspolitik, dass der Markt in sich stabil ist und dass das Versagen oder auch das unmoralische Verhalten Einzelner nicht alle anderen in Geiselhaft nehmen kann. Also das ist normativ so. Was jetzt die Deskription angeht, Herr Böhme, können wir lange miteinander diskutieren. Was jetzt den automatisierten Computerhandel angeht, jetzt erleben wir so eine Art technischen Effekt, den ich ganz oft bei den Debatten dieser Art habe, dass nämlich ich als Liberaler, der nicht blind ist für die Exzesse, aber trotzdem im Prinzip davon überzeugt ist, dass eine liberale Marktordnung funktioniert, da bin ich jetzt in der technischen Situation, plötzlich das ganze System auch mit seinen Defekten verteidigen zu müssen, weil wir uns nicht sofort gemein machen mit der Fundamentalkritik. Das ist leider so das passiert oft so in diesen Konstellationen. Die Rolle will ich aber nicht haben, will ich jetzt vorab sagen, weil wir sehen auch Defizite als Liberale, gerade als Neoliberale und wollen deshalb nicht per se das System verteidigen. Eine Anmerkung will ich zum Computerhandel aber doch machen, nämlich die, dass der automatisierte Handel natürlich auch extrem positive volkswirtschaftliche Ergebnisse hat. Das sollten gerade Sie, Deutsche Welle, international Wirtschaft wissen. Denn es sorgt dafür, dass die Preisbildung auf unterschiedlichen Märkten, an unterschiedlichen Handelsplätzen weltweit möglichst geringe Arbitragegeschäfte hat. Das heißt, also ist überall Liquidität da und der Preis ist weltweit sehr schnell einheitlich bei einer bestimmten Ware. Und große Arbitragen gibt es dadurch nicht mehr, weil die Mikroarbitrage sofort automatisiert ausgeglichen wird. Also die ökonomische Zunft ist, was den Computerhandel angeht, optimistischer als Sie oder optimistischer als Herwes mit seinem Roman Angst. Ja, aber wenn die handelbare Menge von Eisenerz um ein Siebenfaches höher ist als die real vorhandene Menge von Eisenerz, stimmt was nicht im System. Und die Frage ist ja für mich, wo werden die Regeln gemacht? Sie sagen, die Politik macht die Regeln. In Schirmares Buch lese ich, die Regeln werden längst ganz woanders geschrieben. Nämlich in Sphären, in die wir vielleicht gar nicht so bewusst reinblicken und die uns jetzt erst deutlich werden. Jetzt sollte das eigentlich ein gemütlicher Sonntag werden. Jetzt wird es doch ein Streit. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, Herr Lindner. Erstmal vielleicht beim Letzten, das stimmt einfach nicht, was Sie sagen. Natürlich ist das, war das die Uridee, die nutzen ja die Arbitrage-Modelle auch aus. Das heißt, Sie reden jetzt von Hochfrequenzhandel. Das heißt, da wird in Millisekunden gesucht, wo kann ich noch 2 Cent Profit machen, weil der Preis dort woanders ist. Also das ist so die Idee gewesen. Wir wissen jetzt seit 2010 mittlerweile mindestens 3 Flash-Crashs deswegen, dass diese automatisierten Modelle, ich habe das ja auch beschrieben, aber ich bin auch da nur der Übersetzer, Modelle sind, die
also ich will jetzt nicht sagen, dass sie dazu neigen, verrückt zu werden, aber es sind Modelle, aus denen sie dann Profit ziehen wollen, mit einer Unzahl von unfassbaren Tricks sozusagen, das hat mit Markt überhaupt nichts mehr zu tun, das ist tatsächlich ein Spiel, sehr stark spieltheoretisch modelliert. Empfehle hier, für den, die es interessiert, Patterson, der das alles sich genau angeguckt hat, Buch Dark Pools, der das beschreibt, wie dann das ist gerade in diesen Dark Pools besonders irre zu sehen, da sind halt ständig irgendwelche Agenten unterwegs, die Signale oder falsche Signale senden, die, da es um solche geringen Unterschiede gibt, gigantische Menge umsetzen müssen innerhalb kürzester Zeit, weshalb die Dämpfung des Hochfrequenzhandels auch nötig ist. Aber darüber, ich wollte über die viel grundsätzlicheren Sachen doch mal sagen, weil Sie auch so leichtfertig von Science Fiction reden, das hätte ich ja noch verstanden vor dieser NSA-Sache. Ihre Rhetorik und Ihre Terminologie scheint mir ein bisschen tatsächlich, und das verstehe ich auch, weil es bei uns allen so ist, noch immer von der Vision der 90er Jahre oder des letzten Jahrzehnts geprägt zu sein. Hier geht es nicht um Übergriffe des Staates. Womit wir zu tun haben, ist etwas Totalitäres. Es geht nicht darum, dass der Staat von 3 oder 4 Leuten hier irgendwelche Daten abfängt, sondern die Systeme, die wir uns gebaut haben und deren Wert zur Terrorabwehr wir ja gerne diskutieren können, können nur funktionieren, und das ist eben jetzt technisch möglich, indem sie eine Totalität, das heißt alle, überwachen. Diese Überwachung bedeutet, dass sie wir haben heute die Zahl von 500 Millionen gehört. Es geht hier nicht darum, dass es etwas ist, was jetzt mal passiert und was dann die Justizminister unter Kontrolle beginnen, sondern es ist, und darüber müssen wir uns erst einmal Rechenschaft ablegen, es ist systemisch. Es gehört zu diesem System dazu, und es gehört zu dem System bei der NSA, genauso wie es zu dem System bei Amazon gehört, wie es bei Google gehört und bei allen anderen. Damit ist überhaupt nicht gesagt, erstmal irgendetwas darüber, ob wir das wollen oder nicht wollen. Das ist ja meine Hoffnung, dass wir jetzt diskutieren darüber, und das sagt ja auch Herr Snowden, er will ja eine Debatte. Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen? Das Problem ist, wir wissen alle im Augenblick gar nicht, wie hoch der Preis ist. Und dieses Argument, ich muss nicht auf die Amazon-Empfehlungen reagieren, natürlich müssen Sie das ist auch gar nicht die Debatte. Die Debatte ist, dass Amazon sagt, dass sie aufgrund ihres Verhaltens und ihres Screenings vorhersagen kann, was sie als nächstes kaufen, und dass sie diese Daten, ohne dass sie es wissen, in irgendeiner Weise weiterverwertet. Es ist ja interessant, dass die großen Pre-Crime-Organisationen in den USA, also New York zum Beispiel, New York Police Department, ja auf diese Algorithmen zurückgreifen, auch hier Evgeny Morozov, der bei uns oft schreibt, hat das im Detail beschrieben, Vorhersage von Buchkauf, Vorhersage von Crimes, Vorhersage von Rückfälligkeit bei Straftätern, die auf Parole sind, also entlassen sind. Das heißt, womit wir hier zu tun haben, das ist das Erste, was wir erkennen müssen, glaube ich, ist eine neue Welt, es ist eine neue Ökologie, eine neue Ökonomie, es verschmelzen gerade die Dinge, und darum glaube ich auch nicht an Ihren Begriff des Marktes, und da verstehe ich die Liberalen nicht. Sie haben so ein Bild, jetzt kommt da der Schirmacher, und jetzt ist er mal ein bisschen links, und das kennen wir ja schon gegen den Neoliberalismus. Nein, vielleicht bedeutet es etwas, dass einer der großen Lichtfiguren dieser Debatte ein Mann ist, der liberaler ist, nämlich der sitzt hier in der ersten Reihe, der es als erster erkannt hat, Gerhard Baum, und der die Konsequenzen, das ist ein urliberales Thema. Die Frage ist doch, existiert, und darum auch Ihr Hinweis auf den Hochfrequenzhandel, existiert denn dieser Markt überhaupt noch? Wir reden von einem Planungssystem, von einem Vorhersagesystem, das ja auch bereit ist zu sagen, sie nehmen Unsicherheiten in Kauf. Dieser berühmte Satz, bei uns ist 2 und 2 nicht 4, sondern es kann auch manchmal 3,9 sein. Das heißt, es ist ein System, das davon überzeugt ist, darum Sätze wie die von Erik Schmidt, wir werden Dinge wissen, wir werden Antworten auf Ihre Fragen wissen, bevor Sie überhaupt die Frage gestellt haben. Ein System, das der Meinung ist, es kann tatsächlich Transaktionen, und darum geht es immer, und das sind Markttransaktionen, bis ins Letzte planen und vorhersagen, darauf basiert es. Und natürlich, wenn Sie jetzt sagen, das ist Science Fiction, dann müssen wir die Definition von Science Fiction ändern und sagen, dann ist Science Fiction halt Realität geworden. Es gibt ein paar ganz konkrete Punkte, die man hier ansprechen muss, und auch hier bin ich wieder bei den Liberalen.
Die Punkte sind ja gar nicht erstmal so astronomisch. Es wird, ich bin der Meinung, es wird diese NSA-Sache total, das wird überhaupt keine Folgen haben. Obwohl ganz klar ist, dass diese EU-Sache, wir werden nächste Woche dazu auch etwas bringen, sofern man das weiß, natürlich Wirtschaftsspionage ist und nicht der Terrorabwehr geschuldet ist. Aber die Gesellschaft steht vor dem nächsten Innovationsschub. Auch das ist, Herr Linden, leider keine Science-Fiction. Das ist das Internet der Dinge. Das heißt, das ist die Welt, in der nicht nur wir ständig Signale senden und dann natürlich auch Empfehlungen bekommen. Diese Systeme sind ja, das ist ja das Irre. Das ist ja das, fast Neo, das, jemand sagte mal, all diese elektronischen Agenten sind kleine Neoliberale. Die bieten uns was. Ich benutze das ja auch. Aber das ist immer nur die eine Seite des Sachverhalts, über die wir uns noch nicht klar sind, ist, die sind alle Doppelagenten. Die empfehlen uns was und gleichzeitig melden sie zurück an jemand anders, was wir gerade tun und wie das ökonomisiert werden kann und wie das einem letztlich nicht mehr freiheitlichen Markt dann, darum sind, glaube ich, auch Monopole entstanden. Das Internet der Dinge bedeutet, die Debatte ist ja, wir hatten auch hier, ich meine, von wegen links und rechts, Shoshana Zuboff, Harvard-Ökonomin der ersten Stunde, die das bedeutendste Buch zur Industrialisierung im digitalen Zeitalter geschrieben hat, In the Age of the Smart Machine, hat letzte Woche bei uns einen Artikel geschrieben, aus ihrer Kenntnis heraus, wie das in der Industrie ablief, indem sie genau auf diese nächste Entwicklungsstufe hinwies. Die bedeutet nämlich, dass die elektrische Zahnbürste, der Toaster, die Türklingel und so weiter, alle ihre eigenen IP-Adressen haben werden, das wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren passieren, ständig zurückmelden an irgendwelche Systeme, was wir tun, zum Beispiel bei der elektronischen Zahnbürste an die Krankenkasse, wie oft er seine Zähne putzt und so weiter. Als ich mit den Leuten geredet habe, und da sehen Sie die Debattentiefe, in die wir da einsteigen müssen, und denen gesagt habe, auch mit Erik Schmidt habe ich das mal besprochen, genau die gleiche Antwort, und sagte, ich werde das nie tun, sagte ich denen. Die Menschen werden das nie tun, das ist ein Angriff auf die Freiheit des Menschen letztlich, ist die Antwort nein. Und da haben die auch recht, die Gesellschaft wird es tun, weil wenn sie beispielsweise solche Tracing ihrer Persönlichkeit in dieser neuen Ökonomie zulassen, können sie einen Rabatt bei der Versicherung bekommen oder bei der Krankenversicherung oder bei der Hausratsversicherung und so weiter. Diese sind ja auch nicht Science Fiction, sondern Realitäten. Damit ist gesagt, hier schließt sich ein Kreis. Und da ist das, was wir jetzt erleben, NSA, das vielleicht beunruhigendste, aber nur ein Teil des Ganzen, in dem wir darüber reden müssen, ob, ich in meinen Augen noch einmal, es ist eine Ökonomie, ob wir aus der Gesamtentwicklung, also nochmal Monopolisierung, 4 oder 5 Großunternehmen, die die gesamte Welt in dieser Weise screenen, plus eine riesige Nachrichtensicherheitsagentur namens NSA, übrigens, deren Handeln ist alles vorausgesagt in dem Buch von Philip Bobbitt, das ich auch, ist auch nicht Science Fiction, zitiert habe, immerhin Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats, der 2009 genau das alles gefordert hat, gefordert wohlgemerkt. Und das Ganze als ein neues gesellschaftliches Modell müsste doch gerade Liberalen und eben nicht nur der Justizministerin, sondern auch dem Wirtschaftsministern und einem Vordenker wie Ihnen die Frage stellen, ist das noch das, was wir wollten? Und wohin führt das? Der Liberalismus ist entstanden, wenn ich das noch sagen muss, der Liberalismus ist entstanden vor allen Dingen aus einer Maschine. Otto Meyer hat das großartig beschrieben. Es entsteht die Dampfmaschine, die fliegt dauernd auseinander und dann kommt einer auf die Idee und sagt, da kann man ein Ventil draufsetzen. Und plötzlich, das beschreibt der Irre, dieses Sicherheitsventil ist viel überzeugender als jedes Buch, weil die Leute immer sagen, siehst du, das ist Selbstregulierung. Ein Ventil, das ein System reguliert. So entsteht im 19. Jahrhundert die unglaubliche Suggestivität. Und mit der neuen Maschine sind wir wieder in genau der gleichen Situation. Und wir müssen Antworten finden, die nicht nur vom ökonomischen Profitdenken dominiert sind, wie sie es im Augenblick sind. Und Profitdenken kann auch sein, dass ich den schnellsten Weg über einen GPS-Empfänger zu meinem Ziel finde, gleichzeitig der das aber zurückmeldet an irgendwelche Zentralen, die daraus wiederum entweder ein Geschäft machen oder irgendetwas machen für ihre Überwachungssysteme. Also jetzt haben wir Betriebstemperatur. Ja? Und um das klar zu machen, mit Science Fiction meine ich nicht technologische Entwicklungen, sondern ich habe Sie mit dem Wort ein Stück weit provozieren wollen, weil ich das Menschenbild, das Sie voraussetzen,
Und den Entwicklungsstrang, den ich in Ihrem Buch gelesen habe, Rand Corporation und Militärs entwickeln das Leitbild des Homo economicus und diese Nummer zwei übernimmt jetzt für uns Entscheidungen, das halte ich für, sage ich mal, ein literarisch legitimes Stilmittel, aber nicht für eine historisch korrekte Analyse. Klammer zu. Jetzt in der Sache, weil Sie den Liberalen herausfordern, wir haben keinen Dissens beim Thema Big Data. Bei der Notwendigkeit, hier zu klaren Regeln für Staat und private Anbieter zu kommen. Heute ist das, was wir im Internet an Informationen hinterlassen, die Währung. Das ist für auch die Anbieter interessant, weil sie daraus Rückschlüsse auch für ihr eigenes Geschäftsmodell schließen können, weil sie dann Produktentwicklung anstoßen können. Keiner wird zukünftig ohne die Nutzung dieser Daten erfolgreich in den neuen Märkten agieren können. Deshalb ist die Preisgabe dieser Daten für die Unternehmen auch so sensibel im Geschäftsmodell. Und das ist eine Frage, wo der Ordnungsgeberstaat, der Gesetzgeber gefordert ist, auch einzugreifen. Wenn Unternehmen Infrastrukturcharakter annehmen, wie beispielsweise Google, weil wir inzwischen 97% der Anfragen in Deutschland über einen einzelnen Anbieter abwickeln, dann ist das auch eine Frage der Regulierung. Immer dann, wenn es keinen Wettbewerb mehr gibt, der als Entmächtigungsinstrument funktioniert, dann muss der Staat in die Rolle desjenigen treten, der entmächtigt, wenn der Markt es nicht tut. Also an dem Punkt sind wir einer Meinung. An einem Punkt werden wir vielleicht diskutieren müssen, weil ich Big Data regulieren will. Ich will auch Märkte einer bestimmten Ordnung unterwerfen. Aber ich stelle nicht prinzipiell in Frage, dass der Wettbewerb auf dem Markt im Prinzip zu mehr Wohlfahrt für jeden Einzelnen führt, wenn es einen geordneten Markt gibt. Und zum Zweiten, auch die Nutzung aggregierter Daten hat ein zivilisatorisches Potenzial. Die Nutzung der Daten aus dem einzelnen dezentralen GPS-Gerät erlaubt natürlich Rückschlüsse über Verkehrsflüsse, wie sie in einer Stunde an einer Stelle sein werden und kann dann natürlich sehr klug telematisch Belastungen, Staus und anderes reduzieren. Die Nutzung der Daten aus Therapien erlaubt eine aus der Korrelation kommende Prognose, welche Therapien erfolgreicher sind als andere und damit großen Heilungsfortschritt, den man vorher nicht gesehen hat. Zwei Dinge ist hier zu achten aus meiner Sicht. Das erste ist, Korrelation darf nicht Analyse ersetzen. Die Gefahr sehe ich, wenn nämlich das analytische Vermögen, das Denken in Kausalitäten verloren geht, weil man nur schaut, was hat der Schwarm jetzt gerade gemacht, was liefert mir der Schwarm. Also man kann nicht komplett nur induktiv Wissenschaft und Fortschritt begreifen, sondern es sollte auch weiter analytische Fähigkeit geben. Und das zweite ist, die Nutzung der Daten, die muss natürlich anonymisiert erfolgen. Also es darf keinen Rückschluss geben auf das Nutzungsverhalten, die Präferenz des Einzelnen. Es darf kein gläsernes Profil entstehen. Es darf nicht der Einzelne das Gefühl haben, dass ein Unternehmen ihn beschleicht. Wenn Unternehmen oder der Staat diesen Anforderungen nicht gerecht werden, dann wird das eine Frage der Regulierung sein. Ich halte es nur, nicht nur für naiv, sondern auch für töricht, jedes zivilisatorische Potenzial, das in diesen neuen Technologien liegt, auch unseren Alltag zu vereinfachen, komplett von vornherein auszuschließen. Und letzte Bemerkung, damit bin ich wieder, wie bei meinem ersten Statement, beim Individuum. Natürlich ist es auch eine Frage, wie wir selbst diese Medien nutzen und wie wir mit unseren Daten umgehen. Es ist eben kein privater Ort, wenn man sich im öffentlich zugänglichen Internet bewegt und da Transaktionen vornimmt, sondern ganz im Gegenteil, man ist nicht anonym, sondern man ist sichtbar und dementsprechend muss die Sensibilität da sein. Mit Erik Schmidt habe ich auch dieser Tage diskutiert und der sprach davon, man kann heute die DNA komplett auslesen und diese Daten könnte ich natürlich auch bei Facebook posten, meine DNA, aber ich weiß natürlich, dass andere mit den Daten etwas anstellen, sie auslesen können, vielleicht in 15 Jahren bestimmte Kombinationen meines Erbguts entdecken können und auf Krankheiten oder Charaktereigenschaften rückschließen. Und deshalb sagt er, würde er niemals diese Daten, würde er niemals zulassen oder selbst sie sogar preisgeben im Internet, dass andere darauf zugreifen können. Insofern ist auch hier der Einzelne gefordert, mit den technologischen Möglichkeiten rational umzugehen und Grenzen zu setzen.
Das kann nicht alles der Staat. Ist das der Grund, warum Google massiv in DNA-Analyse investiert hat, dass er sie nicht, er will sie natürlich nicht öffentlich zugänglich machen, aber ich muss dazu kurz was sagen, weil wir überstimmen ja auch in vielem. Man muss auch nicht über Sachen streiten, die niemand in Rede stellt. Dass die Technologie irrsinnige Vorteile hat, ist ja gerade der Punkt. Wir reden ja eben nicht von Orwell. Das wäre ja leicht, wenn es Orwell wäre. Die Dinger geben uns wahnsinnig viel Vorteile. Sie stammen im Grunde, vor allen Dingen in den 90er Jahren, aus einer sehr starken emanzipativen und partizipativen Idee, die wir ja heute noch immer im Hintergrund haben, siehe Ägypten, jedenfalls dachten wir es für einen Moment. Und da steckt sicherlich auch nach wie vor drin, nur da hat sich eben etwas getan. Und das, was sich da getan hat, das kann man, glaube ich, nicht so einfach, also so einfach ist die Antwort darauf nicht. Sie können zum Beispiel sagen, man soll vorsichtig sein mit seinen Daten oder man soll anonymisieren. Und ich will hier nur noch mal sagen, das ist alles nichts für das Justizministerium allein, das ist viel, viel tiefer. Können Sie eben nicht, ist die Antwort darauf. Es ist völlig die Frage, wer als Individuum hinter irgendeiner Datenmenge steht, ist fast egal geworden, weil sie durch Musterbildungen jetzt einfach, wir haben halt festgestellt, Menschen sind doch nicht so unterschiedlich, wie wir denken. Sie lassen sich in relativ kleinen Gruppen dann doch sehr stark identifizieren. Und sie können Menschen natürlich sofort, es geht ja nicht um die Frage, nur den Menschen zu identifizieren, es geht um die Frage, welche Fragen stelle ich einem bestimmten Menschen, um ihn einem bestimmten Muster zuzuordnen. Die Literatur ist voll von solchen Beispielen, fiktive Stellenausschreibungen, was auch immer. Das ist halt das auch Geniale dieser Systeme, dass sie in der Lage sind, tatsächlich Menschen relativ schnell auf den Begriff zu bringen, abgesehen davon, dass man schon in 3 oder 4 Schritten, wie wir ja auch gesehen haben, Anonymisierungen enttarnen kann. Das geht mittlerweile ganz leicht. Diese Fragen sind ja sowieso selbstverständlich, dass wir sozusagen eine Art Koexistenz mit den Maschinen finden. Aber das Entscheidende, dass sozusagen dass wir, glaube ich, erkennen müssen, ist, diese Daten, die alles miteinander verbinden, Medizin, Sicherheit, persönliche Integrität, Karriere, alles, das ist heute, weil, wie Sie mit Recht sagen, und ich freue mich, dass Sie es gesagt haben, das ist heute die Währung. Und wir müssen, um mit ihnen verantwortungsvoll umzugehen, neue Institutionen schaffen. Zumindest müssen wir sehen, dass wir nicht einfach immer nur rhetorisch sagen können, die Welt ändert sich, und dann nichts Entscheidendes tun. McKinsey hat jetzt vor einem Jahr den Bedarf für Datenanalysten aus Big Data mit 2 Millionen angegeben, davon ungefähr, nur für USA, davon 200.000 hochgradig, also so sozusagen extreme Kenner, und dann die sie auswerten. Und dieser Punkt ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Frage, wer analysiert Daten und was für ein Ethos haben die, wird eine der entscheidenden Fragen unserer Gesellschaft. Also politische Forderung, wir müssen Datenanalysten in dem Big Data-Zeitalter, das uns alle treffen wird, müssen wir fast so ein Ethos wie Ärzten geben oder wie Medizinern geben. Wenn wir das intern nicht können, weil die Unternehmen alle in den USA sitzen, müssen wir etwas machen, was gerade in einem sehr guten Buch, Foreign Affairs hat das vorab gedruckt, Big Data, gefordert wird. Wir müssen so etwas, das nennen die externe Algorithmiker, finden. Das sind Leute, oder institutionalisieren, das sind Leute, die sozusagen für die Gesellschaft oder für den Einzelnen oder für wen auch immer einem klar machen, was da eigentlich passiert. Die also sagen, die richtig, das ist wie Blut, das ist wie DNA, was da geht. Die sagen dann, hör zu, wenn du dich da und da ein Jahr lang bewegt hast, ist das und das das Muster, das über dich gebildet worden ist. Das ist ein richtiger Kodex, der da vonnöten ist. Denn wenn wir es nicht machen, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist so wahnsinnig schnell, werden wir in Abhängigkeit kommen, die immer wieder darauf hinauslaufen, nicht etwa nur, dass ich irgendetwas mache, sondern wie ich gelesen werde, wie ich interpretiert werde, ohne es zu wissen. Das ist Liberalismus per se. Ich empfehle jedem, auch gerade Ihnen, Herr Lindner, wenn Sie es nicht längst getan haben, weil das ist die dritte Stufe, über die überhaupt noch gar nicht diskutiert wird. Wenn alle sich so amüsieren, Frau Merkel hat Neuland gesagt, kann ich nur lachen, die hat völlig recht, das ist ein absolutes Neuland. Und jetzt Politiker zu verhöhnen, dass sie noch nicht drinne sind, da kann ich nur sagen, ihr werdet euch noch wundern, wenn wir nichts vorher sozusagen hier regeln, was passiert, wenn eine nächste Generation von Politikern die Systeme wirklich begriffen hat.
Stichwort, und das meine ich, was man sich mal angucken sollte, New York Times, letztes Wochenende, ist auch online verfügbar, ein fantastischer, sehr, sehr lange Analyse und Bericht von Obamas Wahlkampf 2012. Und da geht es nur um 12 Menschen. Und der Mann, der sie geschrieben hat, der war immer dabei. Und diese 12 Menschen sind die Quants. Das sind die gleichen, die wir an den Finanzmärkten haben. Wir haben sie überall. Das sind diejenigen, die für ihn über die digitalen Systeme, und das heißt nicht, dass er bei Facebook oder bei Twitter irgendwann mal was geschrieben hat, die Daten analysiert haben, genau herausgefunden haben, wen man ansprechen soll, wen nicht. So etwas Ähnliches haben wir heute auch. Das geht aber in eine Tiefe. Ich zitiere die New York Times, dass Obama am Vorabend der Wahl faktisch jeden einzelnen seiner Wähler per Namen kannte. Wenn Sie dann noch weitergehen, dass man es sich so vorstellen muss, dass Sie, das ist ein Bild, das kommt jetzt wiederum von Google, dass in der Informations-, so nennt es Bobbitt, wir reden von Informationsmarktstaaten, das sind Staaten, in denen die Information das Zentrum von allen ist, bei einer dann erfolgten Wahl, so muss man sich das ja vorstellen, nicht nur ihre Stimme abgeben, sondern da wird nicht nur bewertet, also jetzt für diese Obama-Leute, was wird der wählen, sondern er wird bewertet, bevor die Wahl beginnt, welchen Geschmack hat er, welche Fashion mag er, welche Filme schaut er, die haben ihn, was in Deutschland nicht geht, sogar noch mit solchen Setboxen auf dem Fernsehen analysiert. Und das ist Obama und das ist 2013. Das heißt, ich will ja hier nur anregen, sozusagen wie im 19. Jahrhundert, einen liberalen Aufstand ist das falsche Wort, eine liberale grundsätzlichen Beitrag zu dieser Debatte, die nicht geht, wenn Sie es trennen von den Märkten. Das geht nicht. Sie können auch nicht, dass wir in den Finanzmärkten, natürlich ist die Krise nicht durch Hochfrequenzhandel ausgelöst worden. So, das hat er ja auch nicht gesagt. Aber die ganzen Produkte, denen wir sehr viel zu verdanken haben, angefangen in den 90er Jahren, sind natürlich ein Ergebnis. Black-Scholes-Formel war ja ein berühmtes Beispiel dafür, wie so etwas geht. Was digitale Systeme tun, was sie machen, was Menschen eben nie machen konnten, in einer Schnelligkeit der Echtzeitberechnung. Und jetzt noch etwas zum Menschenbild. Das will ich nur kurz noch sagen. Eine ganz einfache Frage. Auch hier, ich spreche zu Liberalen und hier Theodor Heuss und so. Man kann sich doch mal die Frage stellen, warum will Amazon, Google, ich rede mal nicht von der NSA, einfach nur die Frage, warum wollen die eigentlich immer wissen, was wir nicht wissen oder was wir vor ihnen verschweigen? Das ist ja eigentlich interessant. Sie sagen, weil wir dann dir bessere Empfehlungen geben können. Oder Herr Schmidt sagt, ja unlängst gerade wieder, der sagt ja immer so tolle Sachen, wir werden wissen, wenn Sie in Venedig sind, wenn wir Ihnen die Message schicken, geh mal um die Ecke, da wurde eine Szene deines Lieblingsfilms gedreht, auch wenn Sie nie uns erzählt haben, dass das Ihr Lieblingsfilm war, das werden wir wissen. Also warum wollen Sie immer, und wenn Sie das, weil Sie von Menschenbild reden, weiterdenken, und dann haben Sie auch die NSA, kommen Sie zu einer Ökonomie, sage ich, in der Sie immer davon ausgehen, dass Menschen etwas vor Ihnen verbergen. Sie gehen immer davon aus, dass das, was eins zu eins kommuniziert wird oder gesagt wird, eben etwas verbirgt. Entweder mein Konsumwunsch, den ich nicht, vielleicht habe ich den ja gar nicht, Google behauptet, ich hätte ihn oder Amazon, oder irgendetwas, was ich vorhabe, ein Plan, meine soziale Entwicklung, was auch immer. Und dieses Menschenbild, und da lasse ich mich nicht von abbringen, bis zum Beweis des Gegenteils, Medien sind im Augenblick schon sehr stark infiziert davon, weil sie gerade auch automatisiert wird, werden, dieses Menschenbild zu unterstellen, dass der Mensch, mit dem ich zu tun habe, ein Spiel mit mir spielt und etwas Wesentliches von mir verbirgt, was ich herausfinden kann und muss, und dann kann ich ihm entweder helfen oder ihm schaden, das sehe ich im Augenblick kommen. Und das ist gar keine Kritik an der FDP oder an Ihnen, sondern es ist eher so eine Sache, hier entsteht etwas wie im 19. Jahrhundert, hier entsteht eine neue Welt und die braucht politische Agenten, die damit umgehen können und uns sozusagen eine Lebenswirklichkeit und eine lebenswerte Welt dann erschaffen, mit der wir dann mit den Maschinen auch gut zusammenleben können. Im Augenblick, glaube ich, geht der Weg eindeutig in die andere Richtung. Zwei Sätze mal dazwischen, sonst kürzt er mir das Honorar. Ich muss ja auch ein bisschen was tun. Kriegen Sie Honorar? Ich bin hier in der klaren Minderheit. Ich bin nämlich der Einzige von uns dreien, der noch nie mit Eric Schmidt gesprochen hat. Deswegen umso besser, dass... Darauf bin ich gar nicht so stolz. Dass Sie das... Aber gut... Er weiß natürlich sicherlich mehr von uns, als uns vielleicht lieb ist. Andererseits eine Firma, die sich ganz massiv mit Big Data und der Auswertung in Echtzeit beschäftigt, ist SAP, eine deutsche Firma, die mit SAP HANA jetzt die Software entwickelt, mit der diese Menge an Informationen in Echtzeit
ausgewertet werden soll und zur Verfügung gestellt werden soll. Die Frage ist, er hat ja viele Fragen gestellt, aber ich möchte trotzdem eine stellen. Hat die Politik überhaupt eine Chance, mit dem Tempo, was er ja beschrieben hat, überhaupt mithalten zu können? Oder wird es nicht sowieso immer hinterherlaufen und man kann nur noch Reparaturbetrieb sein? Das ist prinzipiell ein Problem bei solchen sprunghaften Entwicklungen, deren Ende wir auch noch nicht konkret vorhersagen können. Das ist ein prinzipielles Problem. Umso mehr darf der Staat sich nicht auf die einzelnen Details konzentrieren, sondern muss die große Ordnung festlegen. Ich komme gleich darauf zurück. In den Vereinigten Staaten hat ja nicht nur Obama, sondern auch Herr Romney solche Algorithmen eingesetzt. Und man konnte sehr genau schauen, also die Floating Voters zwischen Demokraten und Republikanern, welche Themen sind für die wichtig, wer ist das? Und wenn man sich Reden ansieht von Obama und Romney, die haben nahezu in den gleichen Worten die gleichen Themen angesprochen, weil sie genau beide algorithmisiert genau diese Gruppe ansprechen wollten. Es hat trotzdem Obama gewonnen, weil die Leute eben sich nicht nur haben ausrechnen lassen, sondern es kamen andere Dinge mit hinzu. Und insofern glaube ich, dass der Faktor Mensch und seine Rationalität sehr leicht unterschätzt wird. Man kann auch die Cookies ausschalten und dann gibt es keine Daten mehr über mein Einkaufsverhalten, mein individuelles Einkaufsverhalten aus meinem Rechner. Also ich selber habe immer noch das Heft des Handels in der Hand und deshalb möchte ich dafür werben, das nicht so als eine Herde zu begreifen, die wir da durch das Internet getrieben werden von einigen wenigen Schäfern, sondern wir haben schon noch Möglichkeiten individuell. Ich gebe Ihnen total recht und jetzt müsste man nur noch dazu sagen, das müssen wir denen sagen, die das auswerten. Wir alle wissen das ja. Das ist ja das Irre. Wir als Menschen wissen, wir sind nicht so berechenbar. Das Problem ist, dass jetzt aber gerade Systeme entstehen und wir haben ja viele Bundesverfassungsgericht, die Beispiele, die da von Kurz und Rieger gefunden, wo sie immer öfter haben, dass das System etwas behauptet und dann sie gar keine Chance mehr haben, weil wenn es der letzte Mensch in der Kette glaubt, dann wird es halt entscheidend. Und nur ein Hinweis zu der Frage, wir können die Cookies ausschalten. Also ich kann es ja nur wiedergeben, die Analyse des Obama-Wahlkampfs sagt, er war viel moderner, er hat Sachen gemacht, die Romney nicht gemacht hat. Er hat es nämlich verbunden mit diesen Setboxen. Aber sie haben eine Sache gemacht, die eben doch auch dann wieder zeigt, wie schwer es ist, da rauszukommen und warum es urliberal ist in meinen Augen. Sie haben also Facebook angezapft, haben dort die Leute, die erkennbar für Obama waren, gefragt, das muss man sagen, also um Erlaubnis gefragt, dürfen wir in ihr Netzwerk, dürfen wir in ihr Freundesnetzwerk. Und dann haben sie in den Fotos dieses Netzwerkes nicht etwa nach den Menschen gesucht, die sie schon hatten, sondern sie haben gesucht, ob sie auf den Fotos Menschen erkennen konnten, die auch getaggt waren, die nicht in Facebook waren. Das heißt, sie werden ja reingezogen in solche Systeme. Das ist ja das Wesen. Nehmen Sie eine E-Mail. Wenn heute meine E-Mail abgezapft wird, werden ganz viele Leute mit reingezogen. Gleiche gilt auch für die DNA. Das heißt, dass sich verweigern, damit bin ich wieder bei der Regulierung, ist wahnsinnig schwer, weil sie, selbst wenn sie jetzt ihr Handy wegschmeißen und ihren GPS abstellen und so weiter, sie ja reingezogen werden in diese Ökologie. Ja, nur in den Vereinigten Staaten gibt es Wählerverzeichnisse, die gibt es bei uns nicht. Also insofern wäre es nicht auf Deutschland zu übertragen, ein solches Beispiel. Modell. Nur dieses Beispiel. Also ich will auf den Punkt nochmal hinaus. Also es ist keine Herde, sondern der Einzelne hat Möglichkeiten auszubrechen und tut es ja auch oft genug. Diejenigen, die sich heute mit Big Data beschäftigen, die berichten doch nicht davon, dass sie nur neue Erkenntnisse haben und ihr Business optimiert haben, sondern oft genug stellen sie auch fest, wie sie überrascht worden sind, wie die Erwartungen eben nicht eingetroffen sind, aus Gründen, die man gar nicht feststellen kann. Spricht da inzwischen an den Märkten von den schwarzen Schwänen, von Konstellationen, von denen man geglaubt hat, sie treten gar nicht ein, außerhalb des Definitionsbereiches gewissermaßen, aber plötzlich tritt das doch ein. Und gerade an den Kapitalmärkten übrigens, sagen doch die Spitzenbanker heute, man kann die Steuerung einer Bank oder eines Finanzmarktakteurs eben nicht mehr alleine dem Autopilot überlassen. Also insofern hat es da so viele negative Erfahrungen gegeben, dass dort auch eine größere Rationalität wächst, dass also die Nutzung von Daten unterdessen eher Instrument und nicht mehr Zweck an sich ist. Und darauf ist zu achten. So, und jetzt diese Rationalität, die Sie ansprechen. Ja. Ist das vielleicht nicht auch ein Zeichen, dass die Spielräume etwas enger werden, weil die Politik nur doch die Schlinge nicht zulassen?
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, das wäre mir im Ergebnis egal, weil mich interessiert ja die Lebenschance eines jeden Einzelnen, sein Recht auf Freiheit und Privatheit. Und damit bin ich auch genau bei dem Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Die Politik, ist sie in der Lage, was macht eine liberale Partei? Ich habe noch als Generalsekretär mal auf einer Bundesparteitagsrede darauf aufmerksam gemacht, dass man sich in Moskau ein Blaulicht für das private Auto kaufen kann. Und dann kann man am Stau vorbeifahren mit dem Blaulicht. Und da würde jeder von uns sagen, das ist eigentlich nicht legitim. Solche Vorrangrechte dürfen doch eigentlich nur jemandem, der im hoheitlichen Auftrag unterwegs ist, zugestanden werden. Die darf man sich ja nicht kaufen. Ich habe es damals vor dem Hintergrund der Entwicklung im Internet zur Veranschaulichung gebracht, diese Anekdote, weil wir dort vor der Situation stehen, dass manche sich jetzt gewissermaßen ein Blaulicht kaufen können. Also einen besseren Zugang zu den neuen Marktplätzen und den neuen Foren des Meinungsaustauschs, weil die Datenanbieter, die Provider, bestimmten großen Monopolunternehmen bessere Zugänge erlauben können. Aus diesem Grund muss Netzneutralität, also der diskriminierungsfreie Zugang, um jetzt nur einen Aspekt dieser neuen Ordnungspolitik zu nennen, muss der diskriminierungsfreie Netzzugang für jeden, auch für einen neuen Marktakteur, gewährleistet bleiben. Und das Thema ist aktueller, es ist sogar tagesaktueller denn je, denn in diesen Tagen hat ja der Bundeswirtschaftsminister eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht, die beispielsweise der Deutschen Telekom untersagt, zu diskriminieren, wer jetzt welche Bandbreite bekommt. Und das, finde ich, ist ein Zeichen, dass die Politik sich doch sehr ernsthaft auch mit den wirtschaftspolitischen Implikationen dieser neuen Ökonomie beschäftigt. Das ist ja auch nur deswegen passiert, weil es eine Petition mit an die 50.000 Unterschriften gegeben hat, die zu behandeln war. Im Bundestag und nur so hat es das Thema überhaupt in den. Aber er hat es immerhin gemacht. Also das bestreite ich, aber man darf ja nochmal widersprechen. Man darf ja auch mal einem Journalisten widersprechen, der einfach so feststellt, das sei so gewesen. Es war eben nicht so. Es gab auch diese Petition, aber das Thema Netzneutralität ist für uns seit längerer Zeit bereits ein Thema, gerade auch mit Blick auf die Deutsche Telekom. Also insofern begrüße ich jede Petition, aber zu sagen, wir hätten da zum Jagen getrieben werden müssen, das stimmt so leider nicht, Herr Böhme. Aber ist eine schöne These. Gut, aber ich bin ja sehr dafür, dass Sie mir widersprechen. Alles andere ist ja langweilig, sonst müsste ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Herr Schimmerer, wenn man Ihr Buch gelesen hat, es aus der Hand legt, also ich persönlich brauchte eine Weile, das Gehirn hat weitergearbeitet und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Oder was machen wir als Gesellschaft? Wir bauen darauf, dass Politiker aufwachen. Ja, oder ducken wir uns weg, warten, bis das an uns vorbeigezogen ist, machen die Augen auf und gucken nach, was übrig geblieben ist? Das wird nie vorbeiziehen. Man steht dann ja so im Ruf, Antitechnologe zu sein. Ich kenne diese Unternehmen seit den 90er Jahren. Ich kenne einige dieser Leute. Ich sehe noch einen jungen Mann, kommen auf die Frankfurter Buchmesse in den 90er Jahren. Der stellt sich vor, kein Mensch kennt ihn, Jeff Bezos. Der eine Geschäftsidee hat. Das heißt, das sind alles Entwicklungen, wenn man die als Zeuge miterlebt hat, was in so kurzer Zeit passiert. Ich sage, kann es nur wiederholen, man muss es nicht glauben. Das ist eine Sache, die erstens nie vorbeigeht, die wird immer intensiver. Eric Schmidt hat in der American Academy, wo wir eine Debatte hatten, wo nur Amerikaner saßen und nicht kulturpessimistische Deutsche, kann man mit der Freude strahlen. Ich will auch gar nichts gegen Schmidt sagen, Google ist ein geniales Unternehmen, aber hat da Freude strahlend verkündet, da sieht man auch, wie die ticken. Es würde wahrscheinlich noch in den nächsten 10 Jahren ein Speicher, es geht ja immer nur um Speicher, für unter $1,500 auf den Markt kommen, mit dem man, wenn man ihn an eine Videokamera aufschließt, man ununterbrochen 400 Jahre aufzeichnen kann. Und dann fragte Neil Ferguson, der da drin saß, was bedeutet das? Das sagte er, ja, das bedeutet, Sie können Ihr ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod und noch 3 Generationen danach aufzeichnen. Die haben gar kein Gespür mehr für solche Sachen, aber in Wahrheit ist diese Botschaft über den Speicher natürlich, die gesamte Technologie ist uralt im Grunde. Worum es geht, ist Speicher. Und wenn Sie Speicher haben, können Sie in einer Weise bis hin zu Kopfbewegungen jetzt hier bei dieser Veranstaltung, können Sie eben alles zu Daten machen und können dann irgendwann immer wieder Muster bilden. Das klingt dann auch immer so auf Angriff, das ist ja schön auch mit der Drosselung und so etwas. Aber ich glaube, dass, wenn man nicht erkennt, es werden dann sonst andere erkennen, es werden die Leute so nicht akzeptieren. Die Leute werden nicht akzeptieren, dass sie sozusagen zu
ja, man muss schon sagen, im Grunde ist das eine Form von, der Informationskapitalismus macht jeden zu einem Menschen, der gegen ein, gibt es dagegen, natürlich, ich kriege einen Google-Suchbegriff, zu einem Selbstausbeuter, ja, der sein ganzes Leben irgendwelchen Systemen, ob das jetzt der Nachrichtendienst ist oder ob es Facebook oder Google ist, kostenlos zur Verfügung stellt und seine Handlung. Ja, ist ja so. Ja. Ich bin doch nicht dazu gezwungen. Ich mach's nicht. Also wenn Sie tatsächlich auf Google verzichten können in Ihrem Leben oder aufs Internet verzichten können, dann ich verstehe, nee, Herr Linda, ich verstehe nicht. Nee. Sie können natürlich, ich sage Ihnen genau, wo unsere Debatte jetzt ist. Unsere, und es ist echt, Sie sind doch so ein Vordenker. Unsere Debatte ist, ja, aber auch, darf ich das ja nur mal sagen? Nicht, nein, kein Vordenker, unsere, nur wenn ich nicht Ihrer Meinung bin. Nein, nein, ich will nur das beschreiben, strukturell. Die Debatte ist so, dass Sie es sozusagen zurückbrechen, immer auf so eine Sache, ja, wenn man das macht, geht schon. Aber der politische Frage ist doch, wenn man davon ausgeht, dass es eine Technologie gibt, die alle entscheiden, ich rede von Wahlen, von Politik, von Märkten und so weiter, alles gleichermaßen durchdringen wird, wie ein einziges Netzwerk, dass das doch ein, da kann man doch nicht sagen, ja, ich kann ja die Cookies abstellen, sondern da muss man doch eine, da muss man doch eine sehen, dass das, und gerade jetzt die NSA-Sache ist doch der Beweis dafür, da muss man doch sehen, vielleicht geht es nicht, vielleicht scheitern wir daran. Vielleicht werden wir auch damit gut leben können, das weiß ich ja nicht. Aber was ich nicht will, ist eine Gesellschaft, wo irgendjemandem Lebenschancen verwehrt werden oder auch nur ein Kredit, ohne dass er je eine Chance hatte, zu erfahren, was er in seinem Leben falsch gemacht hat. Und das war die Debatte, die wir hatten, als SAP mit der Schufa so ein Screening von Facebook machen wollte wegen der Kreditwürdigkeit. Menschen akzeptieren, dass man sie scored und sagt, du kriegst einen Kredit und du kriegst keinen Kredit. Aber was sie da nicht akzeptierten, war, dass das ganze Leben zu einer Quelle werden sollte, darum auch der Aufstand, einer Bewertung, als sei der Mensch selber ein Aktienkurs. Und darum, und das, glaube ich, kommt und ist schon da, und das ist ein politisches Thema. Das ist auch gar kein Angriff, sondern es ist nur die Hoffnung zu sehen, wann wird Politik das zu ihrem Thema machen, und zwar so, dass es nicht zu einer Maschinenstürmerei wird und andererseits, das ist ja meine große Hoffnung, zu einem europäischen Programm. Ja, das ist europäische Vision. Ja, Herr Schirmacher, also ich betrachte es auch gar nicht als Angriff, also ich bin ganz entspannt. Ich stelle nur hier fest, ich sehe bei Ihnen viele auch wolkige Befürchtungen und keine konkrete Handhabe, während ich hier versuche, Ihnen zu beschreiben, dass die Politik bestimmte Probleme sehr wohl auf dem Radarschirm hat und handelt. Können Sie sagen, dieses und jenes, das reicht mir noch nicht. Ich bin auch offen für jeden relevanten Gegenvorschlag und für jede konstruktive Richtungsweisung, was die Politik noch konkret tun kann. Was ich nicht akzeptieren kann, ist aber die Zwangsläufigkeit der Entwicklung. Nicht nur bei Ihnen, sondern bei anderen, die Sie beschreiben, sondern ich meine, wir sind alle Herr des Verfahrens, auch als individuelle Nutzer. Und was ich ebenfalls, jetzt bin ich wieder, Herr Böhme, wie ich eingangs sagte, so in der Rolle, dass ich bestimmte Dinge, die ich vielleicht selbst gar nicht eins zu eins so eingeführt hätte, dass ich sie verteidigen muss, nur um darauf aufmerksam zu machen. Was steht dahinter? Das Scoring bei der Kreditvergabe. Wir alle sagen, die Banken sollen bitte keine überzogenen Kredite, keine überzogenen Risiken in der Bilanz haben, damit sie nicht aufgefangen werden müssen vom Steuerzahler. Und gleichzeitig wehren wir uns dagegen, dass natürlich auch eine Bank schaut, welche Risiken habe ich tatsächlich in der Bilanz. Da sind auch wir als Zuschauer, als Bewerter von Marktprozessen manchmal nicht ganz stringent. So, aber jetzt zu meinem entscheidenden Punkt nochmal. Wir brauchen eine Ordnungspolitik für das Internet. Da muss das Recht gelten. Es muss den Einzelnen schützen. Ich bin der Eigentümer meiner Daten. Ich muss alles, was personalisiert von mir gespeichert ist, auch zurückrufen können. Gerade wenn Information Währung ist, dann will ich auch über mein Eigentum, über meinen Währungsanteil dort verfügen können. Ich will, dass die Unternehmen, die einen Infrastrukturcharakter bekommen, ich habe es eben bei Google gesagt, dass sie sich in besonderer Weise auch gegenüber dem Staat als Ordnungsgeber rechtfertigen müssen. Also was wird da gespeichert, was passiert mit den Daten, und ich will einen diskriminierungsfreien Zugang ins Internet. Wenn das umgesetzt wäre, übrigens, ich habe den Staat als
Nutzer von Daten jetzt mal außen vor gelassen, dass solche Vorgänge wie NSA oder in Deutschland der kleine Bruder Vorratsdatenspeicherung, dass das inakzeptabel ist, muss ich als Liberaler nicht eigens unterstreichen. Aber wenn wir das schon mal umgesetzt haben und gleichzeitig auch noch vielleicht eine gewisse Medienkompetenz bei den Menschen erreicht haben, die eben nicht mehr alles Private bei Facebook preisgeben, die nicht, wenn ein Anbieter fragt, darf ich, obwohl sie hier nur eine Zahnpasta bestellt haben, auch noch ihr Geburtsdatum wissen. Wenn man dann natürlich naiv sein Geburtsdatum eingibt, dann muss man sich nicht wundern, dass das aggregiert wird. Aber wenn wir da weitergekommen sein werden, haben wir schon eine ganze Menge der Zukunftsbefürchtungen, Herr Schirmacher, die Sie äußern, gebannt. Aber Sie haben gerade was gesagt, was Sie eben nicht gesagt haben, nämlich? Dass die Bank sich natürlich erkundigen muss, wie risikobehaftet ein möglicher Kreditnehmer ist. Aber dass die Daten verknüpft werden mit anderen Daten. Ich glaube, das ist es, was Schirmacher anprangert oder was das Gefährliche sein kann, dass Sie eben diese Zahnpasta-Einkaufsgeschichte mit Ihrem Geburtsdatum verknüpfen, wenn die Bank es andersrum dreht bei Kreditnehmern, die Sie begutachten müssen. Dass Sie das müssen, steht doch außer Frage. Aber die Verknüpfung von Daten. Ja, also sollte man auch nicht jedem seine Daten einfach geben. Also ich heiße Christian Lindner. Wenn er sie nicht schon hat. Ja, ich heiße Christian Lindner. Von mir gibt es in Deutschland, also ich selber kenne mindestens 18, die genau meinen Namen teilen. So, wenn ich jetzt noch meinen zweiten Vornamen mit angebe und mein Geburtsdatum, dann erst bin ich trennscharf als der Christian Lindner im Internet zu identifizieren. Gebe ich bei Amazon gar nicht mein Geburtsdatum an. Vielleicht haben Sie das längst irgendwo anders gemacht und es wird irgendwann an einer Stelle zusammengefügt, wo Sie dann die Kontrolle verlieren würden. Und da will ich gerne jedem Einzelnen ermöglichen, dass er bei einem Anbieter, wenn die das nicht aus Kundenfreundlichkeit machen, dann auch durch Gesetz ermöglicht, dass man fragen kann, welche Daten hast du von mir, von wem hast du die Daten erhalten. Das gehört für mich zu der Informationssouveränität, die der einzelne Bürger haben muss. Bevor wir das jetzt ins Publikum öffnen, möchte ich gerne noch eine Frage. Das Internet an sich ist ja eigentlich eine schöne Sache. Es verkauft Ihre Bücher, es verkauft Ihre Politik, es macht die Sache einfacher, es macht Revolutionen möglich, auch wenn die Mauer vor 24 Jahren ohne Internet gefallen ist. Aber es trotzdem die Frage, auch wenn man Ihre Thesen liest und verfolgt und versucht nachzuvollziehen, ist es eine Gefahr für die Demokratie oder eine Chance? Eine Gefahr ist nur die Kommerzialisierung beziehungsweise die staatliche Intervention. Die Technik ist neutral. Das Internet ist natürlich an sich, ist das eine, und natürlich braucht man ja gar nicht zu erklären, es ist eine partizipative, eine urdemokratisches System, das aber halt dann ab 2000, wie wir gesehen haben, darüber haben wir jetzt hier gar nicht geredet, fast monopolisiert wurde durch 3 oder 4 große Unternehmen. Genau da stehen wir jetzt. Das ist genau wie im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert fing es ja auch erst so an, denken Sie nur auch bei Eisenbahnen und wo auch immer. Was wir jetzt haben werden, ist die, und das muss leider sehr schnell gehen, ist die Anpassung der modernen Demokratie, der Gesellschaft, beziehungsweise die Anpassung der Technologie, was sehr schwer ist, weil es so international ist, an unsere Bedürfnisse. Dazu zählt, dass wir sie erst einmal verstehen. Was Sie mit wolkigen Befürchtungen meinen, das, Herr Lindner, ich will Ihnen da jetzt nicht zu nahe treten als Liberalen, das ist ja nichts Wolkiges. Ich habe bisher nur Sachen erzählt, die alle Ist-Zustand sind und die alle passiert sind. Also ist es doch eigentlich interessanter zu sagen, was können wir politisch machen, ohne zu sagen, ich bin nicht identifizierbar. Denn natürlich, Herr Lindner, sind Sie als der Christian Lindner im 0, nichts identifizierbar. Auch wenn Amazon das nicht weiß, das geht ganz schnell. Musterbildung, Verknüpfung von Daten, Ihr Buchgeschmack, wenn die das wirklich wollen, ist das alles halt möglich. Und da es möglich ist, muss man darüber reden. Und die politischen Antworten, finde ich, sind erstmal sehr pragmatisch. Das beginnt bei dieser berühmten Sache, dass wir wollen, dass das hiesige Recht gilt bei all diesen Fragen und nicht das Recht, wo das Unternehmen sitzt. Das beginnt bei der Frage, die haben Sie jetzt, finde ich gut, dass Sie das sagen. Ich würde aber von den Firmen noch mehr wollen. Ich würde nicht nur wollen, dass wir dass Sie sagen, von wem Sie die Daten haben und was für Daten Sie haben, sondern soweit es geht, und das geht offenbar, wollen wir auch die Muster. Das heißt, wir wollen die Erzählungen, die Sie über uns schreiben. Einverstanden. Herr Lindner hat das und das vor als nächstes, will das und das machen und so weiter. Das heißt, die Narrative. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, glaube ich, und vielleicht kommt man damit dann wieder auf einen Punkt, wo man es weder herunterspielt noch übertreibt, ist doch folgende. Bis vor wenigen Jahren haben wir alle, ich auch, alle Beteiligten, das kam aus dieser virtuellen Debatte, geglaubt, dieses digitale Ich von mir, das da irgendwie im Internet ist,
ist so ein Abbild. Ja, das ist so, das, dahinter lasse ich halt meine Spuren und sein Abbild. Jetzt, und da ist der NSA-Skandal halt wirklich wichtig, erkennen wir, dass selbst der Staat, die Geheimdienste sagen, nein, das ist wichtiger als das reale Wesen. Daraus ziehen wir unsere Schlüsse. Aus diesen Spuren, aus diesem digitalen Du, schaffen wir sozusagen eine Realität, die stärker ist als der Mensch. Und wer das auch sagt, und zwar 2 Monate vorher, er war und durchaus ja, neutral, sage ich mal, war wieder Eric Schmidt in seinem Buch, der genau das Gleiche sagt, wir gehen jetzt in die Phase, wo es nicht mehr darum geht, dass mein wahres Ich, das digitale Ich irgendwie beeinflusst, sondern das digitale Ich entscheidet darüber, wie ich als wahrer Mensch gelesen werde. Und da sehen Sie doch eine Freiheitsfrage so existenzieller Natur. Wer liest mich? Was maßen die sich an? Und so weiter. Das sind ja alles Fragen, die einem da kommen. Das ist die Transformation. Und für mich ist die NSA-Sache, obwohl wir zugegeben wenig wissen, deshalb so wichtig, weil offenbar jetzt, und das scheint ja gar nicht in Frage gestellt zu werden, die Meinung ist, die Summe der Daten und ihre Aggregation sagt mir etwas über den wirklichen Menschen, das wichtiger ist, als wenn ich den wirklichen Menschen vor mir habe. Und das ist eine politische, ja, wie ich finde, eine urpolitische Frage. Hier geht es darum, entweder Freiheitsrechte, wie Sie es ja auch gerade richtig gesagt haben, im Internet auf dieses digitale Du zu erstrecken. Das ist eine Debatte, die geführt wird. Das klingt zwar jetzt erstmal komisch, aber das ist dann auch ein Bürger. Der Schirmacher und der Lindner und der Böhmer im Internet sind dann auch, die haben dann auch Rechte. Das ist eine der wesentlichen Fragen. Aber davor wäre zu klären, wie wir es schaffen, nachdem sich die Sache so entwickelt hat, mit den Amerikanern da in irgendeiner Weise und auch den amerikanischen Unternehmen, die ja wohlgemerkt, auch ich unterstelle diesen Unternehmen per se nichts. Ich kann nur feststellen, dass einer der Facebook-Chefs zur NSA gewechselt ist, dass Google sich einen NSA-Direktor angeheuert hat, da kann man immer Gründe für finden, aber ich sehe diesen Verschmelzungszustand. Und ich weiß, dass ich dafür sehr attackiert wurde, aber es gibt auch Leute, auch kluge Leute, die es sehr richtig finden. Man könnte sich überlegen, ob Europa hier nicht eigene Systeme aufbaut. Bei der Luftfahrtindustrie haben wir das auch gemacht. Das muss am Anfang subventioniert werden. Ich habe, als das Buch erschien, es geht mir ja gar nicht ums Buch, eine E-Mail bekommen aus München. Mittlerweile haben die Leute auch bei uns geschrieben, nur um zu den wolkigen Befürchtungen was zu sagen. Das stand nämlich schon längst in der Zeitung. Das sind Quants, das sind diejenigen, die erst, die waren beim Militär und haben dann, arbeiten jetzt für die Finanzindustrie. Und darunter ist eben ein Professor aus Maastricht, der ist die Koryphäe für Multiagentensysteme überhaupt, der diese Systeme entwickelt. Und das kann man ja nachlesen. Wir haben es geschrieben, wir haben es gedruckt, da kommt jetzt auch noch mehr. Die sagen, wenn wir nichts tun, müssen die Systeme, von denen wir hier reden, die Agenten, die dort handeln, wir haben größtenteils bereits die Kontrolle über sie verloren. Und zwar sowohl in Finanzmärkten wie in sozialen Märkten. Und die NSA-Sache, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die, die das bauen, die haben zum Beispiel auch die Drohne mitgebaut, dass diese Dinger, das sind ja auch nicht Menschen, die das auswerten, die sind da ganz am Schluss, dass das tatsächlich jetzt die, die das bauen, schon sagen, na, also bei Finanzmärkten und bei Social Netzwerken können wir erkennen, da haben wir partiell schon die Kontrolle verloren, dass die dann Schlüsse über mich ziehen. Also wir brauchen, ich finde das so gut, weil wir jetzt sehen, wir brauchen die Politik und zwar nicht im Sinne starker Staat, denn das ist ja die Verschmelzung, sondern im Sinne einer urfreiheitlichen, sie sagt, weder das eine noch das andere, wir wollen die Freiheit des Einzelnen. Das klang noch vor 5 Jahren pathetisch, jetzt finde ich, denke, das ist nicht mehr pathetisch, jetzt ist es eine richtige Handlungsmaxime für Politik und ich bin sicher, dass die auch einen Markt findet. Wahrscheinlich kann man das sogar mit Algorithmen vorhersagen, wie groß der wäre. Ja, aber an der Frage jetzt beschleichen wir uns, Herr Schirmacher und ich, sind wir ja einer Meinung im Grunde. Also gerade wenn es darum geht, Bürgerrechte aufs Internet zu erstrecken, dass ich souverän bin über meine Daten und dass man nicht in eine Sackgasse geraten darf, weil ich so gescored bin, dass ich überhaupt gar keinen Zugang mehr zu bestimmten, beispielsweise Krediten habe. Da sind wir einer Meinung, das müssen wir auch nicht weiter vertiefen. Da sehe ich die Aufgabe für Politik, um dem Ziel zu dienen, dass der Einzelne sich dieser faszinierenden Technologien auch zu seinem eigenen Vorteil bedienen kann. Das ist die Aufgabe von einem Gesetzgeber über Europa übrigens hinaus, wenn es Monopole gibt, die so Macht ausüben können, wie wir das gegenwärtig erleben, dafür zu sorgen, dass sie zurück angebunden werden an die Einzelnen.
Aber das müssen wir nicht weiter vertiefen, da sind wir einer Meinung. Aber wenn Sie jetzt immer nur einer Meinung sind und bevor es wirklich langweilig wird, würde ich doch gerne ans Publikum öffnen. Und wir bitten Sie, hier vorne an das Mikrofon zu kommen, so ist es. Wer das möchte. Und damit möglichst viele auch das Wort haben, bitten wir um möglichst kurze Wortmeldungen, damit auch unsere beiden Gäste noch die Chance haben, vielleicht auf ihre Fragen oder Anregungen einzugehen. Bitte sehr. Gut, gerne, Herr Metz. Ich kann Cookies dann nicht ausstellen, Herr Lindner, wenn der Staat mich zwingt, Daten, die ich bis jetzt per Füllhörte abgegeben habe, für Umsatzsteuererklärungen G&V, an das Finanzamt elektronisch zu schicken. Und wenn es mal nicht geklappt hat und ich habe es bei Papier eingereicht, habe ich noch eine Mahngebühr drauf bekommen. Ja? Also wie bitteschön schütze ich mich da? Und ist es nicht eine Frage, eine Strafanzeige zu stellen? Sammeln Sie, machen wir es direkt. Dann sammeln wir. Ja. Na? Herr Hoffmann, bitteschön. Das wird dann noch ein bisschen mehr als einer Satz, aber bleibt trotzdem kurz. Also was ich aus der Diskussion entnommen habe jetzt für mich ist, das Problem ist nach meiner Einschätzung nicht das Individuum. Ob die meine Daten haben, ist vergleichsweise egal. Das Problem ist für mich die Generalität, die Sie aus den Daten ziehen können, die Sie von allen irgendwo bekommen. Und da bin ich dann nicht mehr wichtig. Entweder passe ich in eine Gruppe rein oder ich passe nicht hinein. Was mein Problem mit der Politik an der Stelle ist, und da wäre vielleicht mal eine Antwort für möglich. Ich habe das jetzt so verstanden, und das war auch, glaube ich, der Ansatz von Herrn Lindner. Wir sind uns noch nicht klar genug darüber, wie hoch die an anderen Stellen entstehende Manipulationskompetenz ist. Das heißt, was wissen die und können es ohne unser Wissen machen? Da finde ich den Ansatz richtig, Herr Lindner gesagt hat, da müssen wir aufpassen. Der, soweit ich Herrn Schirmacher richtig verstanden habe, im Buch auch sagt er, wir haben diese Kompetenz gar nicht, um zu beschreiben, was wir als Politik machen wollen. Und mir ist jetzt eben bei der Debatte ein Film eingefallen, den ich vor vielen, vielen Jahren gesehen habe, immer wieder gerne ansehen, der hieß Staatsfeind Nummer 1. Mhm. Viele von Ihnen werden den vielleicht sogar kennen. Da finde ich diese Manipulationskompetenz unglaublich gut wiedergegeben. Und vielleicht wäre die Aufforderung an die Politik, sich über Gedanken zu machen, wie sie Manipulationskompetenzen vermeiden kann. Ob die meinen Namen haben oder so, das ist mir vergleichsweise egal, weil das andere ist viel schlimmer, was die mit der Menge machen, und das Obama-Beispiel war ja ein gutes Beispiel, die haben ja Menge gemacht und das dann auf Einzelpersonen runtergebrochen, und das wäre eine Frage, so vielleicht sogar an Sie beide, wo Sie das dann verorten können. Natürlich, Gerhard Rudolf-Baum hat jetzt die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Ja, ich teile die Einschätzung von Herrn Schirmacher und ich sehe da die Entwicklung für außerordentlich dramatisch an. So was haben wir lange nicht erlebt. Das mit dem Maschinenzeitalter zu vergleichen, ist eine Untertreibung. Die Gesellschaft wird geändert, das Individuum wird sich verändern in dieser Gesellschaft, die Wissenschaft. Also die Sache ist dramatisch. Ich habe hier Erinnerungen an dieses Haus, hier haben wir das Freiburger Programm entwickelt. Und da waren wir die erste Partei, die ein Umweltprogramm entwickelt hat. Obwohl das draußen kein Mensch war. Wir waren Pioniere. Und ich habe vor einigen Jahren den Theodor-Heuss-Preis bekommen, das sage ich hier, und habe eine Laudatio gehalten, der Papst des Datenschutzes, Tsimitis. Und der hat damals schon gesagt, ihr könnt gar nicht mehr unterscheiden. Privat und öffentlich läuft zusammen. Ja? Ihr, im Grunde versagen die alten Instrumente. Ihr habt eine neue Situation, ihr müsst neue Antworten geben. Also ich plädiere dafür, dass so eine Situationsanalyse erstmal in die Köpfe der Menschen kommt. Und das müssen die Parteien, meine ich, transportieren. Wir haben damals eine entstehende Umweltbewegung gehabt. Und ich habe bei dieser Heuss-Preis-Verleihung gesagt, wir brauchen eine Bürgerrechtsbewegung, um unsere Privatheit zu schützen. Denn diese Kerle in Silicon Valley sagen uns ja, Privacy is not longer a social norm. Das heißt, sie greifen unsere Menschenwürde an. Das ist ein Thema der Menschenwürde von Artikel 1 unserer Verfassung und Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das heißt, wir müssen Bewusstsein schaffen. Und die alten Antworten, dass wir Herren unserer Daten sind und nur aufpassen müssen und so weiter, das läuft nicht mehr. Und wir hinterlassen Spuren, wir werden enteignet unserer Persönlichkeit. Und es wird etwas zusammengesetzt, was Persönlichkeitsprofil heißt. Das war immer die Sorge der Datenschützer, dass Persönlichkeitsprofile geschaffen werden, die dann nicht mehr kontrollierbar sind, nicht mehr nachkontrollierbar sind. Also Bewusstsein schaffen, und dann müssen die Parteien an die Front, sie müssen das zum Thema machen.
auf keinem Parteitag hat das bisher eine Rolle gespielt, würde ich zum zentralen Thema, das ist ein Freiheitsthema. Da dies eine Internetveranstaltung ist, jetzt eine Frage aus dem Internet. Und dann schließen wir das ab. Ja, wir haben sogar schon einiges gemacht, was hier kritisiert wurde auch. Wir haben nämlich auch so eine kleine Small-Data-Umfrage gemacht. Momentan tendieren die Diskutierenden eher zur Position von Herrn Linden, aber es war gerade vorher auch noch sehr Kopf an Kopf. Wir haben drei kurze Fragen, und zwar an Herrn Linden dann nochmal bitte, die Bitte, auch wirklich auf die Schule des Neoliberalismus einzugehen und zu fragen, kann die Politik und der Staat, können die überhaupt noch irgendwie satisfaktionsfähig sein gegenüber der Wirtschaft, und was bedeutet das eigentlich auch für die Freiburger Schule? Ist diese Theorie überholt sozusagen? Von beiden Rednern wollen die Menschen im Internet gerne wissen, gibt es eine konkrete Politikvorstellung für einen besseren und mehr Datenschutz im Internet? Und von beiden kurze Ja-Nein-Antwort, soll das Google-Monopol staatlich gebrochen werden? Vielen Dank. Also bitte. Die erste Frage war Sie. Zweite Frage war, wie war die zweite Frage? Ich weiß jetzt, das Google-Monopol hat mich so erschreckt. Okay, also es geht nur über Europa. Und es wird eine grundsätzliche Entscheidung Europas geben, da die Systeme normativ werden und da die Systeme das Leben sein werden, wie ich es ja versucht habe gerade zu beschreiben, ob sie in dem Spiel noch glaubt, mitspielen zu können, Europa oder nicht. Das heißt meiner Meinung nach eben nicht nur Datenschutzgesetze, die habe ich schon genannt, welche da nötig sind. Ich sage nochmal, externe Algorithmika ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen, wie Ärzte, brauchen wir, oder Priester früher, wahrscheinlich wird das sogar so ein bisschen das Bild werden, das man sich da vorstellen kann. Wir brauchen Menschen, denen man sehr vertraut, ob das jetzt ein Beruf ist, weiß ich nicht. Die Amerikaner, die das fordern, sagen ja. Die in der Gesellschaft verankert sind, vielleicht sogar angestellt sind, die für uns ständig analysieren. Das bedeutet umgekehrt, dass diese Firmen, die ja sagen, alles ist transparent, ja, eines nicht machen. Das ist ja das Normative der Infrastruktur, verbergen sie ja vor uns. Also die Algorithmen, die sie benutzen, die kennen wir alle nicht. Alles ist durchsichtig in dieser Welt, noch wie ich meinen Kaffee trinke, ist durchsichtig. Aber der sozusagen das Gehirn, das das verliest und in einen Zusammenhang bringt, das kennen wir alle nicht. Und hier stoße ich zu der letzten Frage an. Bin ich nicht ich, sondern Paul Krugman. Und ich sehe sowas als Journalist. Ich sehe sowas immer als... ich sehe da immer, und ich glaube, dass man da ein ganz gutes Gespür entwickelt, kommende Debatten und Wenden. Und die ist eindeutig die, die in der Frage aufklingt. Paul Krugman hat in der New York Times die Frage vor NSA gestellt. Er sagt, wir werden debattieren müssen, und zwar recht bald, ob Suche nicht sozialisiert werden muss, horrible dicto, also vergesellschaftet werden muss, weil sie so ein Lebensrecht geworden ist. Daran sieht man ja auch, was sich in den wenigen Jahren getan hat. Das ist etwas, dieser Frage werden wir nicht aus dem Weg gehen können. Genauso der Frage, ob soziale Netzwerke privatisieren, also ob wir nicht ein Angebot zumindest machen müssen. Und jetzt sage ich gleich zur Einschränkung, und da sieht man, wie unglaublich komplex dieses Thema ist. Google und Facebook sind ja auch deshalb so gut, in Anführungszeichen, weil sie so sind, wie sie sind. Das heißt, sie überschreiten gewisse Grenzen, die wir jedenfalls für Grenzen halten, und schaffen es ja dann in der Tat, solange sie wollen jedenfalls, schaffen sie es in der Tat, uns zum Beispiel super Suchbegriffe zu geben. Und das heißt, da sind Techniker, wir brauchen auch in den Parteien Informatiker, wir brauchen Leute, die sich das, auch diese Münchner, diese Intelligenz, also ich finde ein bisschen die Zeit von, es war ja schön, dass Günter Grass nochmal aufgetreten ist, aber die Schriftsteller, also bei der SPD, die Schriftsteller sind auch wichtig, aber was wir brauchen, analog zu den 70er Jahren, als die Intellektuellen die Parteien eroberten, ist diese technische Intelligenz. Und sei es nur, um zu erklären, den Menschen zu erklären, was da los ist. Wäre zum Beispiel schon großartig, man hätte so jemanden bei Parteitagen, zum Beispiel egal welcher Partei und wo auch immer. Und dann, wenn man das hat, dann ist erstmal ein Problembewusstsein da. Ich glaube schon, dass Google selber weiß, dass das alles ein ganz, ganz dünnes Eis ist, auf dem sie sich bewegen. Ich will es nochmal sagen. Und ich glaube nicht, dass Google... dass man vergessen kann, das Foto, als Eric Schmidt mit Hollande in Paris diesen lächerlichen Vertrag von 60 Millionen unterschrieb, das ist ja unglaublich, das war wie ein Staats, wie Obama.
Und jetzt muss man immer wissen, diese Firma, die ich hier nicht bashen will, das will ich ganz klar sagen, weil sie macht nur das, was möglich ist und in ihrer eigenen Logik ist. Diese Firma nennt sich seit einigen Monaten selber ein Medienunternehmen, nachdem sie diese Klage hatte in Amerika und sie sich aufs First Amendment beruft, insofern, dass sie Suchergebnisse eben doch bewertet, was ja auch legitim ist. Und jetzt stellt man sich vor, jetzt kommt der zu einem Politiker. Wo ist da die Macht? Da können Sie sozusagen also exponentiell Rudolf Augstein, Henry Nannen, Axel Springer, wen auch Murdoch, können Sie alle nehmen. Das ist unbeschreiblich. Und darum wird das diese gesellschaftliche Debatte kommen. Mir wäre allerdings recht, weil ich merke, dass wir enteignet sind, will aber nicht im Gegenzug andere enteignen. Das ist jetzt die Aufgabe der Politik, wie sie damit umgeht. Das Beste wäre hier schön liberal Wettbewerb und etwas anderes würde an seine Stelle treten und besser sein und vor allen Dingen ethischer sein. Ich glaube, das Bewusstsein dafür wächst. Also die erste Frage, die an mich gerichtet war, betraf ja die staatliche Datensammlung. Und ich vertrete die Auffassung, auch da ist die Sparsamkeit empfehlenswert, also möglichst wenig Daten aggregieren vom Einzelnen. Wir haben deshalb ganz konkret in Regierungsverantwortung die Entgeltdatenbank für Arbeitnehmer, Elena, die nicht nur sehr bürokratisch, sondern vor allen Dingen aus Datenschutzgesichtspunkten hochproblematisch war, verhindert. Daraus hätte man ablesen können, wer beispielsweise wie viele Krankentage hatte oder wer wie intensiv an Streiks teilgenommen hat. Und das kann vielleicht für den nächsten Arbeitgeber, der jemanden einstellen will, ein Grund sein, diese Person eben nicht in den Betrieb zu übernehmen, weil oft krank oder besonders im Arbeitskampf erfahren. Und das eben wollen wir nicht, weil dann wird in der Tat die Freiheit eingeschränkt, dann belasten vergangene Entscheidungen die individuelle Zukunft und das kann nicht sinnvoll sein, deshalb Datensparsamkeit an diesem Punkt. Dennoch, zweiter Punkt, den ich machen will, werden wir die Sammlung von Daten, wenn wir uns in den elektronischen Medien bewegen, die werden wir nicht verhindern können. Daten werden anonymisiert oder teilweise auch, geben wir sie auch individuell preis, sie werden gesammelt werden. Die Frage wird also sein, wie gehen wir mit den Nutzungsmöglichkeiten um? Also wie wird die Nutzungsmöglichkeit dieser Daten reguliert? Und da bin ich durchaus optimistisch, dass das möglich ist. Notwendig ist es jedenfalls. Wir haben auch bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie waffenfähiges Plutonium verboten. Und so muss möglicherweise der Zugriff auf die Daten auch in privaten Unternehmen ebenfalls einer bestimmten Regulierung unterworfen werden. Und über die Regulierung der Datenauswertung hinaus ist es auch eine zutiefst ethische Frage der unternehmerischen Verantwortung also, wie ein Unternehmen, das eine solche kulturelle Prägekraft hat wie Google, mit seiner Macht umgeht. Was die zeigen, das ist im Gesichtsfeld der Menschen, was sie verbergen, das hat keine Chance, auch in der gesellschaftlichen Debatte relevant zu werden. Diese Unternehmen darf man also aus ihrer Verantwortung nicht entlassen. Das ist eine Aufgabe des öffentlichen Diskurses, sich mit diesen Häusern auseinanderzusetzen. Deshalb ist es richtig, auch in der jetzigen Phase, die Deutschlandchefs zumindest, die haben wir hier ja die Möglichkeit zuzugreifen für Gespräche, auch in die Debatte zu zwingen, dass sie sich erklären, dass sie uns als den Nutzern auch darlegen, was ihre Absichten sind. Wenn und das ist der dritte Punkt, den ich machen will, wenn die Unternehmen sich verweigern oder wenn es berechtigte Zweifel gibt, dann wird auch der Staat regelnd eingreifen müssen. Ich bin jetzt nicht sofort dabei, aus der Hüfte geschossen, die Verstaatlichung von Google zu fordern. Auch wenn ich eben das Wort Infrastruktur verwendet habe. Aber die Kontrolle, das heißt die öffentliche Aufsicht über solche, ja im wahrsten Sinne des Wortes dann systemrelevante Unternehmen, die kann ich mir sehr wohl vorstellen, auch in einem Bereich, der tiefer in das Business-Know-how, in die Intelligenz des Unternehmens hineingeht, als das gemeinhin der Fall ist. Also nicht nur die Zahlen ansehen, sondern auch tief ins Geschäft hinein, wenn ein solches Unternehmen, eine solche, wie ich eben sagte, kulturelle Prägekraft hat. Und dieses Recht muss sich der Staat nehmen. Dieses Recht muss sich der starke Staat, der die Wirtschaft nicht im Sinne von einzelnen Interessenten, sondern im Sinne des Gemeinwohls ordnen will, das muss er sich nehmen, das kann er sich auch nehmen.
Das ist ja auch die Idee des Neoliberalismus. Das ist ja nicht Laissez-faire-Kapitalismus gewesen, sondern Neoliberalismus, Freiburger Schule, hat immer bedeutet, es gibt einen Staat, der auch tatsächlich die Regeln des Spiels festlegt und als Schiedsrichter bewacht. Im Bereich Internet hat es lange eine gewisse Abstinenz gegeben des Staates, der auch eine Ordnung vorgibt. Und da sehe ich gegenwärtig an vielen Stellen Bemühungen, dass er wieder zurückkommt. Ja, absolut. Deshalb ist es auch ein Thema beispielsweise für die G8 und anderes mehr. Es gibt ja massive Anstrengungen der Vereinigten Staaten, Serverinfrastruktur und alles, was Regulierung des Internets angeht, bis hin zu den Normen für die IP-Adressen, alles auf amerikanischem Boden zu konzentrieren. Wer bei Apple Kunde ist, wenn ich es richtig vor Augen habe, der unterliegt mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen amerikanischem Recht. Also das sind alles natürlich Fragen internationaler Koordination. Das kann nicht nur amerikanischen Interessen dienen. Die Amerikaner, das wissen wir seit diesen Tagen, hatten dann natürlich eine versteckte Agenda. Das zeigt jetzt NSA. Die haben es gerne im Land, weil sie dann die Kontrolle haben. Das aber sind nicht unsere Interessen. Und wenn die Amerikaner uns schon nur noch als Klasse-3-Partner begreifen, also einer, der auch ein potenzielles Ziel für Spionage ist, anders als beispielsweise Kanadier oder Briten, dann sollten wir auch genauso offen unsere Interessen, die sich eher stärker am individuellen Datenschutz und der Privatheit orientieren, genauso offensiv gegenüber unseren transatlantischen Freunden kommunizieren. Wenn ich noch abschließend was dazu sagen kann, auch weil Gerd Baum was sagte dazu. Erstens nochmal, Europa, Europa, Europa. Wir können, das wird, wenn man jetzt sagt, das Internet ist mein Laptop auf dem Tisch, dann versteht man es vielleicht nicht richtig. Man muss sehen, das Internet ist ein Nervensystem der modernen Gesellschaft. Das Bild stimmt total. Da werden ja auch Reize gelesen. Da kann ein Wimpernschlag Geld, das ist auch nicht wolkig, Herr Lindner, Geld bedeuten, weil er richtig in Mustern berechnet, einem etwas, eine Information gibt, mit die man dann wieder vermarkten kann. Darum ist ja auch der Werbemarkt so entscheidend. Also Europa, meiner Meinung nach, muss Europa, um es noch einmal zu sagen, zumindest jetzt mal schnellstens prüfen, ob sie in der Lage ist, auch mit Hilfe von Subventionen selber sowas aufzubauen, auch wenn es eine Weile dauert. Aber Silicon Valley ist auch eine reine Subventionsgeschichte gewesen, und zwar über 50 Jahre. Vielleicht geht es nicht, da gibt es schon viele Pessimisten, das wäre ein Punkt. Das Zweite, was ich politisch gerne hätte, aus politischen Parteien auch und aus solchen Institutionen wie hier, ist den Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, was möglich ist, auch ohne in den Verdacht des Wolkigen zu kommen. Wir wissen wahnsinnig viel, wenn wir das zu Ende denken, wohin das führt. Und mittlerweile sind diese Prognosen ja auch so, also was ist das Nächste, was kommt 2013, 14, 15, wie wird das, das heißt, das ist auch fast eine Art Aufklärungsaufgabe und dann von politischen Organisationen. Ich will hier nur das Stichwort nochmal, die ja nur für Liberale und auch Neoliberale bestimmt nicht so fern ist, als Gefahr Wirtschaftsspionage nennen. Das ist ganz zentral. Die NSA hat, ich habe das in dem Buch auch geschrieben, hat für sehr, sehr viel Geld ein Projekt aufgesetzt, das sie speichert, auch Dinge, die nur Millisekunden im Netz sind. Warum eigentlich? Also Dinge, die sie sofort, also selbst wenn sie einen Suchbegriff bei Google eingeben, kann der ja, selbst noch nicht mal Enter drücken, kann der ja potenziell gespeichert werden. Warum? Also wollen die jetzt, dass Leute ihre Fader oder E-Mails oder was auch immer? Nein, wenn sie das machen, dass sie tatsächlich alles speichern, ist man in der Lage, genügend Material vorausgesetzt, Menschen beim Denken zuzusehen. Sie können das richtig machen. Und das ist im Bereich von Informationsökonomie, Wirtschaftsspionage, neue Projekte, Patente, Überlegungen, Kommunikation von höchster Relevanz. Also Terror ist sicherlich ein Bestandteil des Ganzen, aber der Hauptbestandteil, darum heißt es ja auch Informationsökonomie, das ist ein Informationskrieg auch, das ist doch ganz klar. Das ist einer der existenziellen Gründe, warum die NSA das tut, was sie tut. Die Chinesen auch, die Russen auch. Und das kommt noch hinzu. Die Chinesen haben sich ein homogenes System aufgebaut, die Russen. Die Amerikaner haben ein massiv marktorientiertes System aufgebaut, zusammen mit staatlicher Überwachung. Europa könnte jetzt, ich sag's mal etwas verkürzt, ein kooperatives System aufbauen. Eines, das, es muss ja gar nicht weltfremd sein, aber es könnte sozusagen kooperative Elemente, wie wir so denken und was wir machen und was wir nicht machen, mit aufnehmen und könnte dann entsprechend magnetisch wirken. Aber uns jetzt zwischen diesen Supermächten, die Chinesen, die Russen mit ihren, die jetzt, ich will nicht weiter, aber die Virenscanner, die wir da alle haben,
Der eine, jetzt will ich nicht zu weit gehen, der eine kommt ja aus Russland und so. Virenscanner sind Scanner, die nur lesen, was auf unserem Computer, natürlich die helfen, schützen und helfen. Also all das ist eine Aufgabe für europäische Industriepolitik im digitalen Zeitalter und das, finde ich, ist fast eine Vision. Ja, nur wenn man sieht, wie schwer sich Europa tut, eine gescheite Finanzmarktpolitik zu machen und was das für ein Gewürge ist, habe ich ganz große Zweifel, dass wir da in gewisser Weise vernünftige Ansätze hinkriegen. Was das betrifft, halte ich für ausgesprochen schwierig. Die Vision wäre durchaus wünschenswert, aber ich habe da ganz starke Zweifel, dass aufgrund der nationalen Egoismen, die ja jeden Tag zu bewundern sind auf irgendwelchen Gipfeln. Aber ja, was dann? Aber was dann? Weil in diesem Haus viel von Freiheit die Rede ist und es an jeder Ecke steht. Das Internet war eine große Verheißung von Freiheit. Ist es das jetzt nicht mehr und wird es zunehmend zur Bedrohung? Das Internet ist neutral. Das Internet ist ein Freiheitsmedium. Wir können allein, es wird ja auch nicht, man darf ja nicht an Orwell denken. Orwell ist das völlig falsche Bild. Wir reden von einem Organisationstechnologie moderner Gesellschaften. Und die können Sie so oder so benutzen. Das ist eine Organisationsform. Das ist sozusagen etwas wie Arbeitsplatzrationalisierung. Jetzt nur eben in jeder Sekunde des Lebens. Und natürlich steckt, da wir alle Menschen sind, die noch denken können, steckt darin eine irrsinnige Freiheit. Das ist ja gar keine Frage. Ich habe nur die Sorge, dass wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, wo die Intuition dafür weg ist, schon die Intuition dafür weg ist, dass das nur eine technologische Interpretation unserer Wirklichkeit ist. Alles das ist sozusagen das, was jetzt in der Agenda steht. Im Grunde würde man sagen, es sind große Zeiten, in denen wir leben, mit ganz großen Forderungen. Und wenn man ein bisschen weg von der Hype geht, ist alles Silicon Valley Hype, dass man einen neuen App hat und neues iPhone und so weiter und die Energie umformt in die Frage, wir brauchen sozusagen eine Politik fürs 21. Jahrhundert, dann kann das auch für junge Leute, glaube ich, eine super Perspektive sein. Ich darf das mal als Schlusswort nehmen. Er ist der Gast des Hauses. Deswegen, ich glaube, wir stehen ganz am Anfang. Es ist wirklich Neuland. Da gebe ich Ihnen wirklich recht. Frau Merkel, gebe ich recht. Ja, man muss es ja nicht laut sagen, aber natürlich. Dass wir ganz am Anfang einer spannenden Debatte stehen, glaube ich, einer hochinteressanten Auseinandersetzung mit, ich würde schon sagen, ungewissem Ausgang. Wir können uns was wünschen, wo es hingehen soll, aber ich glaube schon, dass es eine lange, schwierige Debatte wird. Erst recht in diesem Europa, was eigentlich einig sein will, aber es bei weitem nicht ist. Deswegen vielleicht ein Auftakt. Ich nehme ganz viel mit aus der Debatte. Ich hoffe, Sie auch. Und ja, ich sage nur, das war in 46 Jahren Theodor-Heuss-Akademie der spannendste Programmpunkt am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr. Also das haben wir haben normalerweise... Normalerweise haben wir da die Auswertung, die wir auch noch machen möchten, aber ich möchte mich außerordentlich bedanken bei unseren Gästen, dass sie uns diese Chance geboten haben und möchte sie noch zu einem feierlichen analogen Akt einladen, sich nämlich in das Goldene Buch der Theodor-Heuss-Akademie von 1967 einzutragen. Herzlichen Dank nochmal an Sie und auf Wiedersehen bei anderer Gelegenheit.